Wow, Alter! Alter, die wollten mich umbringen! Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ja, und zwar geht es heute darum, ich habe das Cardo, oder so muss es ja, das Cardo 2 Plus oder Freecom 2 Plus geschenkt bekommen. Beste Grüße gehen raus. Namentlich muss ich dich ja nicht erwähnen, aber boah. Hammerleistung, vielen Dank. Habe ich nicht erwartet. Du hast mir eine mega Überraschung bereitet. Geil. Ich weiß gar nicht, wie ich das Video gut machen kann. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank. Ja, und mit euch zusammen wollte ich das mal aufbauen und dann heute mit den Kollegen auch noch mal eine Fahrt drehen, weil mich würde es tatsächlich interessieren, ob man auch quasi die Stimme von anderen Leuten, die mit mir fahren, auf der Kamera hört. Das wäre eigentlich ganz geil. Dann würde diese Dual-Vlog-Geschichte oder diese Random-Vlogs, wo man mit Bekannten fährt oder mit anderen Leuten, und wenn man das alles hört, ohne das irgendwie zu koppeln, wäre nice. Also auf jeden Fall. Ja. Man sieht, ich versuche mich immer weiter irgendwie ranzutasten. Ja, was ist denn jetzt da drin? Also einmal so ein Halter, den man mit so einer Klammer einklickt. Da hängen auch die ganzen Kabel dran. Den will ich ungern verwenden, weil dann, wenn man es einklickt, hängt das so schief drin. Dann brauchen wir die Klebepads. Dann gibt es immer so ein Klebepad, den man an Helm kleben kann, wo man das Intercom dann einsetzen kann, was ich höchstwahrscheinlich verwenden werde. Dann ja die Kopfhilfe und zwei verschiedene Arten von Mikrofon. Einmal sowas und einmal sowas. Das ist mir zu groß, das kriege ich da nicht rein. Das sieht ziemlich gut aus, das will ich auch verwenden. Gut, jetzt ist mein Helm, das war ja Nex 100, glaube ich. hier kann ich euch ja schon mal ein Video einblenden, wie ich auf den alles umgebaut habe. Nur weil davor habe ich so einen ganz alten Helm gefahren, 10 Jahre alt. Und dann bin ich auf den umgestiegen. Und so, das Gute an diesem Helm ist, wir haben da einmal so eine Vorbereitung. Mal gucken, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber wir haben da so eine kleine Mulde, wo dieses Mikrofon perfekt reinpasst. Ich muss eigentlich nur dieses Klebepad noch zuschneiden. So, und mal gucken, ob man es sieht. Da sind schon mal solche Löcher drin, so als Andeutung, wo die Kopfhörer hinkommen, und das Gute ist, ich habe da mal hintergegriffen und da waren dann solche Pads schon drin. Das heißt, da ist auch so ein kleines Kreppband drin. Und die habe ich jetzt rausgenommen und das ist schon mal viel angenehmer für die Ohren. Das bedeutet, da ist schon mal ein extra Platz, wo sowas reinkommen kann. Was natürlich das nochmal vereinfacht, dann hat man nicht so viel Druck auf den Ohren. Ja, es gibt natürlich auch ein Intercom von Nex selber, aber das ist unheimlich teuer und qualitätstechnisch weiß ich nicht, wie das ist. So, jetzt müssen wir hier erstmal gucken, wie kriegen wir das umgebaut. Wir wollen das ja hier drauf haben. Und da muss man eigentlich nur auf
hier drauf drücken, dann kriegt man es eigentlich runtergeschoben. Zack. Dann haben wir den Halter schon mal weg. Den brauchen wir nicht. Und dann braucht man es eigentlich nur auf den neuen Halter raufschieben. Klick, das hört sich schon mal gut an. So, der kommt hier drauf. Das heißt, ich will ihn auch hier in der Position haben, wo man quasi das Original Intercom einsetzen würde. Und das bedeutet, hier mache ich die Fläche hier mal sauber. Hier sind auch solche Alkoholpads mit dabei. Schon mal gut, richtig schön zum Saubermachen. Also das Fahren jemand anderem macht natürlich viel mehr Laune, wenn man so ein Intercom hat. Das ist viel, viel geiler. So, jetzt mal ein bisschen freipusten. Trocken pusten. Macht natürlich keinen Sinn, das auf eine feuchte Fläche aufzukleben. So, kleben wir das mal auf. Dann das ist schon mal gut. Jetzt setzen wir mal das Mikrofon an. Das schneide ich mir mal zurecht. Also von der Qualität von diesen Cardo Intercom bin ich schon mal sehr zufrieden. Also ich habe es ja schon mal ausprobiert und ich bin mit der Qualität mega zufrieden. Deshalb war es für mich klar, wenn ich mir eins hole, dann ist es auch davon. Das ist mir mein Kollege vorweggekommen. Aber das passt. So. Das ist jetzt da innen eingeklebt. Hier setze ich jetzt auch das Mikrofon ein. Gut, und jetzt kann ich auch das Kabel verlegen. Deswegen hier schon einige Kabel raus, aber das passt noch. So, das ist das Mikrofonkabel.
es nur zusammenstecken. Zack. Und dann haben wir hier einen guten Hohlraum, wo eigentlich auch das Original sitzt. Hier können wir das ein bisschen verstecken. Zu den Kopfhörern. Wie gesagt, da hat der Helm den Riesenvorteil, da haben wir schon mal so Lücken, wie das reinkommen kann. Da müssen wir ein bisschen drehen. Ich hoffe, ich kriege das auch alles auf die Kamera rauf. Ohne großartig mit meinem Gesicht jetzt vorzugehen. Damit er uns nicht stört, oben entlang legen. Oder ich würde es jetzt einfach mal probieren. Zack, mal lang genug ist es. Dann will ich es da oben durchfiedeln. Dann muss ich es auf der anderen Seite wieder rauskommen. Das sieht schon gut aus. Müssen wir hier rein, müssen wir auch wieder hier durch die Lücke durch. Zack, und dann auch wieder hier in dem Bereich. Vielleicht für euch wirklich schwer zu sehen. Man hat halt nicht viel Platz für zwei Hände und ein bisschen Kabellage. So, aber jetzt ist das drin. Jetzt stören mich die Kabel nicht im Helm und die Lautsprecher sind an der Position, wo sie sein sollen. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wo legen wir das das Kabel hin. Das wäre das. Das werde ich wohl nochmal mit einem Schrumpfschlauch auch abdichten, genauso wie ich das hier mit dem Mikrofon auch gemacht habe, von der Kamera. Das werde ich auch mit dem Mikrofon auch sicherheitshalber nochmal machen, einfach damit da keine Feuchtigkeit dran kommt. So, ich baue den mal zusammen. Das werde ich auch hoffentlich im Laufe des heutigen Tages mal testen. Langsam werden es auch immer mehr und mehr Kabel. Aber hier unten. Kriegen wir den noch runter. Und hier in der Mitte uns nicht großartig hin und her wackelt. So. Jetzt ist das verbaut. Damit das Intercom nur noch eingeklickt. Zack, jetzt ist es drin. Und dann probieren wir es auch mal aus.
Leute, ihr hört es an meiner Stimme, ich bin noch ein bisschen erkältet, aber schneide das Video hier für euch. Ja, das Intercom hat super funktioniert untereinander, wir haben uns wunderbar gehört, alles perfekt. Problem ist natürlich, es lässt sich nicht mit meiner GoPro 3 Plus Black koppeln, deshalb hört man nur mich und deshalb habe ich euch das Video so ein bisschen jetzt mit Musik untergeschnitten, weil ich nicht so viel mit euch gesprochen habe, sondern eher mit meinen Kollegen. Und um für euch das Video ein bisschen entspannt zu gestalten, habe ich euch das jetzt so gemacht. Viel Spaß damit. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. From the past, won't escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones that I sold to get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, bottom of my downfall is toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Oh, keine Ahnung, ich glaube nicht. Ist ja selbes Baujahr, ne? Ungefähr. Oh, Digga. Oh. Ja, ah. Hat ein bisschen weniger Power, ne? 130 PS. Also, ja. Ist aber auch breiter, ne? Oder? Ja. Ach, scheiße, bei mir kommen da nicht mal die Beine. Was mache ich hier, Alter? Oh ja, oh ja. Oh, die fühlt sich ja ganz anders an. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Na, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal. Haut rein, ja. Ciao, ciao.